Aus der Natur. Seit Hunderten von Jahren bedient sich der Mensch der Heilkraft von Pflanzen. Homöopathie, Phytotherapie und Floritherapie zählen heute zu anerkannten alternativen Therapieformen der Medizin. Der Naturmedizin ganz und gar verschrieben hat sich das Südtiroler Unternehmen Loaca Remedia. Gesundheit und Harmonie aus der Natur. Das ist heute die Basis des unternehmerischen Handelns des Betriebes mit Sitz in Neumarkt im Südtiroler Unterland. Der Vertrieb eigener Produkte und hochwertiger homöopathischer Gesundheitsprodukte anerkannter Hersteller haben Loaca Remedia in diesem Bereich zu einem der führenden Unternehmen in Italien gemacht. Die Produkte werden liebevoll mit der Hand verpackt. Von Neumarkt in Südtirol aus verlassen die pflanzlichen Heilmittel täglich das erfolgreiche Unternehmen und werden nach ganz Italien verschickt, um in Apotheken verkauft zu werden. Im Jahr 2013 hat Loaca Remedia mit pflanzlichen und homöopathischen Arzneimitteln einen Umsatz von knapp 15 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Qualitätsleader und erster Bezugspunkt für naturmedizinische Produkte in Italien zu werden. Begonnen hat alles vor 30 Jahren mit Firmengründer Rainer Loaca. 1983 beginnt der Südtiroler damit, homöopathische Mittel nach Italien zu importieren und in der Folge diese auch selbst herzustellen. Der Vertrieb der homöopathischen Mittel beschränkt sich anfangs auf Südtirol. In den ersten Jahren erfolgt er vom eigenen Hof aus. 1990 übersiedelt das Unternehmen nach Blumau. Der Markt wächst rasch und schon bald ist Loaca Remedia in ganz Italien tätig. Vor allem die homöopathischen Mittel für Kinder werden schnell bekannt und beliebt. Homeokind etwa überzeugt durch hohe Qualität und Wirkung. Die Eigenproduktion findet heute nicht mehr in Südtirol statt. Loaca Remedia arbeitet in Herstellung sowie Forschung und Entwicklung mit der Deutsche Homöopathie-Union zusammen. Anfang des 21. Jahrhunderts wächst das Unternehmen konstant weiter. 2012 wird schließlich mit dem Bau des neuen Firmengebäudes in Neumarkt begonnen. Das Mitunternehmerhaus entsteht. Mitunternehmerhaus deshalb, da die Familie Loaca nicht nur wegen des Wachstums neu bauen musste, sondern auch den Mitarbeitern eine neue Qualität des Arbeitens bieten wollte. Mitarbeiter sind bei Loaca Remedia Mitunternehmer. Diese Grundeinstellung zu Mitarbeitern ist es, die Loaca Remedia in der Unternehmensführung auszeichnet. 2013 wurde das Unternehmen Best Place to Work in Südtirol und zählt zu den mitarbeiterfreundlichsten Unternehmen in ganz Italien. Hannes Loaca, Geschäftsführer in der zweiten Generation, blickt heute stolz auf sein Mitunternehmerhaus in Neumarkt, das die Unternehmensphilosophie widerspiegelt. Wir sind hier im Juli 2012 eingezogen, weil es vorher war es einfach zu eng und nicht mehr unserer Philosophie angemessen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte mehr als nur einen Betriebssitz errichten. Ich möchte einfach was schaffen, das zu unserer Kultur passt. Und daraus entstand die Idee, ein Haus für die Mitunternehmer zu
gestalten. Weil ich denke, als Unternehmen heute sich gut zu positionieren und wachsen zu können, auch in unserer Branche, eine Grundvoraussetzung ist der Erfolgsfaktor Mensch. Und dazu gehört das Arbeitsumfeld. Das Arbeitsumfeld ist sehr wichtig, ist ein Teil der Elemente für die Mitarbeiterbindung und die Loyalität der Mitarbeiter. Und Haus für die Mitunternehmer bedeutet, dass wir hier eine Struktur geschaffen haben, die es allen ermöglicht, sich als Mitunternehmer zu entfalten. Seit vielen Jahren geht Loa Karimedia neue Wege in der Unternehmensführung und im Umgang mit Mitarbeitern. Sie werden als die wichtigsten Erfolgsfaktoren des Unternehmens gesehen und sollen mit einem besonders guten Arbeitsumfeld motiviert werden. Im Rahmen der Workshop-Serie Best Learn des TIS Innovation Park und der Stiftung Südtiroler Sparkasse erklärte Hannes Loacker interessierten Jungunternehmern und Führungskräften, wie er es geschafft hat, zu einem der besten Arbeitgeber Italiens zu werden. Mitarbeiter sind für ihn Partner im gemeinsamen Vorankommen. Ich denke, wir arbeiten nicht nur zusammen, wir unternehmen was gemeinsam. Wenn ich sage, dass der Erfolgsfaktor Nummer eins der Mensch im Unternehmen ist, dann ist es klar, dass das Richtung Unternehmertum geht. Das heißt, dass der Unternehmer seiner Mannschaft auch klar macht, dass er in ihnen einen Partner sieht, die auch unternehmerisch denken und handeln, weil er der Überzeugung ist, dass er alleine sein Projekt nur teilweise umsetzen kann. Er kann es viel besser, viel weiter und mit größerer Genugtuung umsetzen, wenn jedes Element im Unternehmen auch ein bisschen Unternehmer ist und dieses Projekt genau versteht, teilt, lebt und mit Begeisterung weiterträgt. Jedes einzelne Element im Unternehmen. Das Prinzip der Wertschätzung ist es, welches Loa Karimedia zu einem der besten Arbeitsplätze Italiens gemacht hat. Die Mitunternehmer schätzen die Arbeitsbedingungen und bringen sich selbst intensiv ein. Also bei mir wirkt sich das so aus, dass ich mein Wissen einbringen kann, meinen ganzen Einsatz einbringen kann für die Firma und wo ich das Gefühl habe, dass ich in der Firma sehr viel gebe, was ich auch auf der anderen Seite wieder ganz viel zurückkriege von der Firma selber. Uns wird Vertrauen entgegengebracht in den ganzen Bereichen. Wir können flexibel arbeiten. Man spürt die Liebe zur Natur und wenn man selber die Werte lebt, dann nachher, ist das ein gutes Gefühl, auch bei der wenn man sie bei der Arbeit leben kann. Das Arbeitsklima ist für diese Firma am besten bis jetzt, wo ich gearbeitet habe. Und schon ein bisschen Unterschiede schon, ja. Man kann schon ein bisschen mehr mitreden wie bei anderen Firmen und so. Es ist aber nicht nur die Einstellung zum Mitunternehmer und ein neues Haus, das Loa Karimedia zum guten Arbeitsplatz macht. Gemeinsam mit den Mitunternehmern hat Hannes Loacker Grundwerte für das Unternehmen definiert, nach denen man hier handelt. Wir haben einfach 5 Unternehmenswerte definiert, die sich herauskristallisiert haben. In einem gemeinsamen Projekt haben wir das gemacht. Liebe zur Natur, Mannschaftsgeist, Begeisterung, Integrität und Qualität. Wir haben dann jedem Wert Spielregeln zugeordnet, die einfach dann klarstellen sollen, was bedeutet Qualität, was bedeutet Mannschaftsgeist für uns. Und diese Spielregeln sind Verhaltensregeln, die darauf abzielen, ganz klar einen Konsens zu schaffen, nachdem wir gemeinsam unsere Werte leben. Die werden nach innen kommuniziert und versucht ständig in der Praxis auch wieder herangezogen zu werden und in die Thematik hineingeworfen zu werden. Beim Best-Learn-Seminar Unternehmensführung 2.0 bekamen die Teilnehmer so einen tiefen Einblick, wie moderne Unternehmensführung in der Praxis aussehen kann. Derzeit beschäftigt Loa Karimedia rund 90 Mitunternehmer, ca. 50 davon im Außendienst. 60% der Mitarbeiter sind Frauen, rund 50% Akademiker. Spürbar ist, dass in Neumarkt hinter diesen Zahlen immer Menschen stehen, welche gemeinsam versuchen, die Firmenwerte zu leben. In der Realität haben sich so viele Konzepte für ein besseres Arbeitsumfeld ergeben. Raum für Gespräche,
Platz zum Entspannen. Das Leben mit der Natur hält bei den Mitunternehmern auch im privaten Bereich Einzug. Also ich muss sagen, ich habe zwei Kinder und habe eigentlich, seit ich in der Firma da bin, auch den Wert geschätzt. Und auch besonders eben die Homöopathie habe ich sehr viel auch an meine Kinder angewendet, wenn sie eben krank gewesen sind oder die üblichen Kinderkrankheiten und das, was eigentlich alltäglich ist. Und ich muss sagen, ich setze das viel ein und ich wende das ganz viel bei mir selber an. Ein Beispiel für die neue Form der Unternehmensführung ist ein Ruheraum aus Zirbenholz, der von jedem Mitunternehmer genutzt werden kann. Schnell einmal entspannen und seine Gedanken sammeln. Die Mitarbeiter können dorthin gehen, wann sie wollen. Regenerieren kann man in unserem extra dafür vorgesehenen Regenerationsraum, Ruheraum, und dort Musik kochen oder einfach nur den Duft der Zirbelvertäfelung in sich aufnehmen. Ein anderes Beispiel ist die sogenannte Brain Time. Das ist jene Zeit des Tages, wo die Mitunternehmer die Möglichkeit haben, in Ruhe an ihren Projekten zu arbeiten und sich ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren, ohne gestört zu werden. Bei uns von 9 bis 10:30 bis zur Kaffeepause, die Zeit, in der man sich auf das Wichtige konzentriert und Gehirnarbeit leistet. Das heißt, wir stören uns untereinander so wenig als möglich. Das Mitunternehmerhaus wurde nach Feng Shui-Prinzipien geplant und gebaut. Die verwendeten Baustoffe sind ökologisch nachhaltig. In Summe also ein Arbeitsumfeld, wie man es sich wohl wünscht. Dreimal die Woche wird für die Mitunternehmer bei Loa Karimedia vegetarisch und ohne Zucker gekocht. Wir haben eine Küche, die biologisch vollwert, vegetarisch, zuckerfrei kocht. Weil wir ja gesund leben wollen, wenn wir Gesundheit verkaufen, dann sollten wir in erster Instanz auch gesund leben. Und das wird hier zum Beispiel geboten. Für Hannes Lorca ist Unternehmensführung 2.0 aber nicht nur ein Wertesystem in Kombination mit dem perfekten Arbeitsumfeld. Im Kern der Unternehmensführung von Loa Karimedia steht ein Führungsstil, der vor allem eines bedeutet. Der Unternehmer beschäftigt sich intensiv mit Grundwerten der Gesellschaft und des Miteinanders. Ein wichtiges Element, um überhaupt erfolgreich zu sein und in meinem Modell des Unternehmertums eine der wichtigsten Tugenden. Zum Beispiel Transparenz über die Profitabilität des Unternehmens und wo, wenn sie geschüttet werden, sie hinfließen. Besser effektiv als effizient. Also effektiv heißt etwas gut machen, effizient heißt etwas mit minimalem Aufwand gut machen. Ich bin in erster Linie lieber effektiv. Nichts zu verfolgen. Gewinn ist wichtig, Profit ist gut, aber wenn er im Vordergrund steht, dann kann ich mein Modell nicht umsetzen. Talent ist sehr wichtig. Ich habe aber lieber eine Gruppe von durchschnittlichen Performern, wenn die Kooperation da ist. Lieber als eine Gruppe von Talenten, die nicht kooperieren. Meine Vision ist die Entwicklung zum Qualitätsleader in Italien, also zum Bezugspunkt für die Kompetenz in Naturmedizin, zum größten oder qualitativ hochwertigsten Bezugspunkt für Naturmedizin.
Hannes Lorca ist überzeugt davon, dass Menschen wegen dem Ruf eines Unternehmens kommen und dieses Unternehmen dann oft wegen des Chefs verlassen. Dem will er entgegensteuern und setzt auf ein faires, transparentes Miteinander. Der Begriff Mitunternehmer erfordert es aber auch, dass jeder in der Firma Verantwortung für den unternehmerischen Erfolg trägt. Meine Vision des idealen Mitunternehmers ist einfach ein Mitarbeiter, der hier so sich verhält und agiert und denkt, als ob er bei sich zu Hause wäre. Das ist meine Vision. Wenn ich von Mitunternehmern spreche, meine ich Menschen, die von denen ich auch verlangen kann, dass sie, wie ich denke, und auch Unternehmer sind. Ja? Denn es ist ein System, ein Unternehmen, das existiert, weil die Menschen da sind. Also das Unternehmen gehört eigentlich den Mitunternehmern im weiten Sinne. Ohne die Mitunternehmer würde dieses Unternehmen nicht existieren. Und meine Vision ist eben die, dass das alle verstehen. Und spätestens nach bei Neuer im dritten, spätestens nach, sage ich mal, 9 bis 12 Monaten so weit gekommen sind, dass sie dann entscheiden, ob das richtige System ist oder nicht. Man soll sich ständig fragen, ist das für mich, jeder soll sich das fragen, das richtige System, in dem ich mich befinde, in dem ich arbeite. Und dann die Entscheidung treffen, die kohärent zu dieser Empfindung ist. Besondere Verantwortung haben dabei die Führungskräfte. Sie müssen bei Lorca Remedia die gleichen Spielregeln und Werte einhalten, wie jeder andere Mitunternehmer auch. Zusätzlich gibt es spezielle Vorgaben, wie sich ein Leader in einem Team zu verhalten hat. Jede Spielregel, jede Führungsregel gilt in erster Linie für den Kopf des Unternehmens. Das heißt, der Kopf des Unternehmens, der Inhaber, der Geschäftsführer, sollte persönlich dazu stehen und persönlich ganz klar ein Exempel statuieren. Erst dann ist er glaubwürdig. In zweiter Linie ist die Führungsmannschaft extrem wichtig. Dass diese Führungskräfte, ich nenne sie Leader, diese Regeln genau kennen und auch im Detail vorleben. Ja. Solange alles gut geht, ist es wunderbar, wenn dann wie in jedem Unternehmen und in jeder Situation auch ungute Situationen entstehen, mit denen wir auch unseren Alltag verbringen, immer wieder, also Konflikte zum Beispiel, dann stellt sich heraus, ob eine Führungskraft die Fähigkeit hat, die Erfahrung hat und erst dann sehe ich, wie und ob sie die Spielregeln auch kennt und lebt. Ein Begriff erklärt wie kein anderer, was Lorca Remedia zu einem der besten Arbeitsplätze in Südtirol und Italien gemacht hat. Vertrauen. Mitunternehmer müssen sich dieses nicht erst verdienen, sondern bekommen es grundsätzlich zugeschrieben. Dieser Vertrauensvorschuss bewirkt einen ganz starken Mechanismus, bewirkt eine Art der Verpflichtung beim anderen, weil man sich selbst ja verwundbar macht, also der das Vertrauen gibt, macht sich verwundbar und zeigt dem anderen, dass es sehr wichtig ist, dass das Vertrauen einfach entgegengesetzt wird, dadurch, dass dieser und nicht enttäuscht wird. Und meistens ist es so, dass diese Menschen dann alles dran legen, dieses Vertrauen einzulösen und alles zu tun, dass dieser Vorschuss nicht enttäuscht wird. Das ist eine Form der Verpflichtung. Und wenn wir es schaffen, diesen Mechanismus mehr in unseren Unternehmen, mehr generell in unserer Wirtschaft auch umzusetzen, dann brauchen wir weniger Regeln, weniger Bürokratie. Und entwickeln uns in eine Gesellschaft, die mehr auf Vertrauen und weniger auf Misstrauen fußt.